Macht schneller! So schnell es geht! Segel! Ruderer auf Position! Erhöht das Tempo! Bessere Preise gibt es nirgendwo. Wir sehen uns später. Martha hat mir früher von Kira und den Heiligen Kriegen erzählt. Ich frage mich, ob sie hier war.
Ah, Söldner. Wie war es in Megaris? Der Wolf ist tot. Sehr gut. Der volle Lohn, wie versprochen. Dachtest du, ich würde feilschen? Ach komm, Alexios. Ich schicke nicht jeden Tag jemanden los, den eigenen Vater zu töten. Aber er war ja auch nicht dein wahrer Vater, oder? Woher wusstest du, dass Nikolaus mein Stiefvater ist? Ich liebe das Theater. Alle Künste eigentlich. Ein großer Feldherr wirft seine eigenen Kinder auf Geheiß des Orakels von einer Klippe. Es ist eine Tragödie für die Ewigkeit. Du hältst mein Leben für Unterhaltung? Oh nein, mein Freund. Es ist Kunst. Ich weiß. Es ist etwas viel auf einmal. Komm. Sag mir, Söldner, hast du etwas von Wert bei deinem Treffen mit dem Wolf gelernt? Genug geredet. Ich sollte dich hier und jetzt umbringen. Die Wut, der Zorn. Und sie sagten, du wärst anders. Aber Blut ist dicker als Wasser, nehme ich an. Sie? Welches Blut? Du lässt wirklich lieber die Muskeln sprechen als deinen Verstand. Eine Schande. Ich hätte dich für weitere Aufträge brauchen können. Malaka! Du meinst, du kannst Spielchen spielen? Ich schneide dir die Zunge raus! Sehr enttäuschend. Nein! Herr Peno hat sich wie ein Feigling verdrückt. Ich sollte mich in seinem Haus umsehen. Elpenor sucht nach einer Frau. Ich frage mich, auf wen er es wohl jetzt wieder abgesehen hat. Ein Brief an Elpenor. Ach, Phoebe, du hast ihn direkt zu mir geführt. Ein Ladungsverzeichnis. Elpenor hat sowohl an Sparta als auch an Athen Waffen verkauft. Der Krieg ist in seinem Interesse. Ich habe viele heimtückische Menschen getroffen, aber sie waren nichts im Vergleich zu Elpenor. Ich werde jeden Stein umdrehen, bis ich diese widerwärtige Schlange gefunden und zur Strecke gebracht habe. Das verspreche ich.
Hier werden Sie besonders wachsam sein. Scheiß auf sie alle. Was ist dein Problem? Was ist nicht mein verfluchtes Problem? Das Orakel zum einen, die See zum anderen, von meiner Mannschaft ganz zu schweigen. Du hast mit dem Orakel zu tun? Du bist weit weg von Delphi. Hatte zu tun. Und womit ich zu tun habe, geht dich nichts an. Ich brauche keinen Söldner. Wenn überhaupt, dann brauche ich Götter. Wenn man was erledigt haben will, muss man es selbst tun. Da hast du recht. Man kann Göttern und ihren Dienern nicht trauen. Also, wer bist du? Ich bin Gelon von der Heizahn. Die Heizahn ist dein Boot? Sehe ich aus wie ein verfluchtes Fischersweib? Ich führe ein Schiff, kein Boot. Es war nur eine Frage. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, es ist nicht deine Schuld. Nach dem Geschäft mit dem Orakel wollte ich mein Schiff und meine Mannschaft hier treffen. Das war gestern und sie sind nirgends zu sehen. Also, du hast das Orakel befragt? Die? Von wegen. Eher würde ich den Wind aus meinem Arsch befragen. Warum warst du sonst dort? Rein geschäftlich. Ich schätze, ich kann es dir verraten. Sie sagt mir, woher die Pilger kommen. Dann sorge ich für ihren Transport und wir teilen die Einnahmen. So läuft das. So, du willst mir also sagen, das Orakel hätte eine göttliche Eingebung, von woher Pilger anreisen werden. Ha, nein, verdammt. Sie fragt die Gläubigen, wie voll ihre Häfen sind und sagt es mir. Ganz einfach. Hast du geschäftlich in Fokus zu tun? Ich mache überall Geschäfte. Aber im Moment suche ich nur nach meinem Schiff. Also, wo ist die Heizahn? Ich wäre nicht hier, wenn ich es wüsste, oder nicht? Also gut, ich drücke es anders aus. Wo sollte die Mannschaft jetzt sein? Nun, ich schickte die kleine Giki fort. Pilger laufen im seichten Wasser oft auf und, wir helfen sozusagen. Oh, die Kleine? Ja, die beste Hilfe, die ich je hatte. Und mehr. Finde mein Schiff und meine Giki, ja? Ich bezahle dich. Ich finde heraus, was geschehen ist und bringe sie her. Beschreib mir Giki. Sie ist wunderschön. Daran besteht kein Zweifel. Küsst wie der Sommer. Schon vom ersten Moment an war es um mich geschehen. Das hilft nicht. Ja, gut, gut. Sie hat rabenschwarzes Haar und ein teures Armband, das ich ihr gab. Sie legt es unter keinen Umständen ab. Weißt du, wo sie sein könnte? Die Küste im Südosten ist ein gutes Revier für uns. Man kann ganz leicht reiche Pilger in eine Bucht locken. Ihr seid Piraten. Und wenn es so wäre? Ich bin die Piratin, die dich bezahlt. Und ich bin nicht immer Piratin. Nur in meiner Freizeit. Freizeit? Bist du sicher, dass die Mannschaft nicht gemeutert und dich verlassen hat? Nicht, wenn meine Giki am Ruder steht. Und sie haben den letzten Anteil noch nicht bekommen. Sie würden nicht ohne Bezahlung abhauen. Ich finde sie und komme so schnell es geht zurück. Und
muss mich verdeckt halten. Thank you.
Ja.